Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Ich düse jetzt gerade los. Ich hänge hier gerade meinen Anhänger an und hole den jetzt mal gerade runter. Ich düse jetzt nämlich los und hole mal die beiden Hengste, also Pantau und G, von der Wiese. Wir haben mittlerweile Mitte November. Die stehen immer noch draußen, kriegen auch jetzt kein Heu oder so zugefüttert im Moment. Und ja, Köhn ist ja schon länger drin durch seinen Unfall. Also ist er schon länger im Stall. Und deswegen waren die beiden Jungs jetzt allein. Normal wären die ja alle drei dann zusammen im Stall. Und er wäre jetzt wahrscheinlich auch noch mit draußen. Aber dadurch, dass er erst diese 8 Wochen wirklich fest stehen musste und mittlerweile steht er aber auch wieder mit seinen Stuten zusammen, ist das alles kein Problem. Ja, ich hänge jetzt mal an, dann fahre ich los und ich nehme euch ein bisschen mit. Auto und Anhänger sind geparkt. Ich laufe jetzt hier den Weg hoch. Das geht jetzt da hinten rüber. Halfter habe ich dabei von den Zweien. Und ich muss jetzt da hinten zur Wiese laufen, weil die ist hier oben so am Waldrand. Normalerweise fahre ich hier mit dem Auto rein und auch mit Auto- und Pferdeanhänger. Aber wie man sieht, ja, die Spuren sind bestimmt noch von mir. Es ist ziemlich matschig und dann ist mir das mit Pferdeanhänger ein bisschen gefährlich, weil ich müsste in der Wiese drehen. Die ist recht steil und recht abschüssig und das bei dem Wetter, bei dem rutschigen Wetter, ist selbst mit Allrad, glaube ich, nicht so ganz schlau. Deswegen, ja, laufe ich jetzt hier zu Fuß hinten um die Kurve rum und sammle die Jungs mal ein. Ich bin jetzt gleich angekommen in der Wiese. Von da hinten komme ich. Hier vorne geht es gleich links runter. Hier, der Wald ist noch richtig schön. Wir haben hier so viele Probleme gehabt, überall mit dem Borkenkäfer. Bei uns am Stall ringsrum holzen die den ganzen Wald ab. Das sieht wirklich überhaupt nicht schön aus. Aber hier sieht es noch ganz gut aus. Die sind auch noch recht grün, die Fichten. Ja, hier ist eh so ein bisschen Laubwald. Aber hier oben sieht es mal noch so aus, als hätte der Borkenkäfer sich hier noch nicht so breit gemacht. Das ist echt eine ziemliche Plage dieses Jahr irgendwie. Die ganzen schönen Wälder oben, alles abgeholzt, alles weg. Ja, hier vorne geht es jetzt runter. Ich hoffe mal, die Jungs sind irgendwo in Sichtweite. Sonst muss ich auch noch die ganze Wiese ablaufen. Weil so ungefähr ab der Hälfte können die mich nicht mehr sehen, wenn sie im hinteren Stück stehen. Ja, und hier müsste ich halt, hier geht es recht steil runter. Runterfahren sonst mit Anhänger. Und das ist halt quasi Einbahnstraße, also ich könnte hier nicht drehen. Und da unten ist dann die Wiese. Da ist der Eingang. Und ja, ich sammle die beiden jetzt mal ein. Der Paddock oder die Box am Stall ist schon fertig. Das habe ich schon alles vorbereitet. Die stehen draußen unter einem Dach in einer großen Box. Reicht, würde locker auch für 3 oder 4 Ponys reichen, aber die sind ja nur zu zweit dieses Jahr. Ach, ich sehe Pantau aber schon da unten am Zaun. Mal gucken, ob er jetzt direkt kommt. Und sammel die jetzt ein, kommen sie in ihre Box, tagsüber gehen sie da auch auf die Wiese, aber nachts sind sie halt einfach drin und es ist halt einfacher dazu zu füttern. Also hier halt Heu hinzufahren oder so, wäre jetzt auch sehr, sehr umständlich und selbst auf unseren anderen Wiesen, es ist einfach, wir haben halt einfach Mitte November, also es lohnt sich jetzt auch, sie reinzuholen. Ach, und G steht auch da vorne. Das ist praktisch, da muss ich nicht so weit laufen. Weil wenn die da hinten, weiter hinten stehen, dann sehen die mich natürlich nicht, weil da die Wiese halt so schräg ist, abschüssig ist. Ja, da kommt Pantau, der hat auch schon was entdeckt, den Berg hoch. Und da ist G. Ja, und wir haben jetzt auch ziemlich abgefressen hier. Also ist nicht mehr viel Gras drauf. Es lohnt sich jetzt auch sehr abzuholen. Ich muss jetzt sowieso aber gerade da ganz runterlaufen, weil da nämlich das Stromgerät steht. Eben ausmachen. Pantau trabt mal langsam den Berg hoch. Es ist halt recht steil hier. Aber man sieht, obwohl wir sie nicht zugefüttert haben, die sind echt beide noch kugelrund. Noch sehr, sehr gut im Futter. Da sind sie, die beiden. So, ich halte da jetzt mal auf. So, die beiden Jungs sind jetzt im Anhänger angekommen. Unterwegs konnte ich nicht filmen. Wir sind ja von da oben den Weg runtergekommen, weil ich in einer Hand die beiden Hengste hatte und in der anderen Hand das Stromgerät. Und ja, da hatte ich genug zu tun. Da konnte ich nicht noch die Kamera nehmen. Die beiden sind aber jetzt schon im Anhänger. Links Pantau, rechts G Special. Sind ein bisschen aufgeregt jetzt, weil sie denken, vielleicht könnte es ja neue Stuten geben. Deswegen mache ich jetzt hier mal die Klappe zu. Hier auch. Und dann
lade ich das Stromgerät ein und dann fahren wir los. So, wir sind am Stall angekommen. Mein Anhänger hat ja diesen super praktischen Frontausstieg hier. Deswegen kann ich die Jungs jetzt hier vorne ausladen. Oh, ja. Pantau kommt mir schon entgegen. Super, klasse gemacht. So, die beiden sind jetzt angekommen hier. Das ist natürlich erstmal Rambazamba. Von da hinten können sie jetzt gerade mit der Nase an den anderen da schnuppern, die da hinten auf der Wiese stehen. Hier drin müssen natürlich jetzt auch erstmal so ein bisschen Trüffelschwein spielen und alles abchecken. Ja, die werden jetzt, wie gesagt, nachts hier drin stehen. Haben hier eine relativ große Box hier aus diesen Panels. Haben sie zu zweit, also sehr viel Platz. Ist natürlich jetzt erstmal wieder hier, jetzt kommen die Hormone wieder durch. Ich meine, die standen jetzt schon einige Wochen mega brav zusammen auf der Wiese. Aber jetzt muss man natürlich hier erstmal wieder ein bisschen den dicken Macker raushängen lassen. Vor allem, weil da hinten halt einfach noch zwei Ponys stehen oder vier sogar insgesamt. Nein, genauer gesagt drei Ponys und ein Esel. Deswegen muss man jetzt natürlich hier erstmal die Lage abchecken und gucken, was da so abgeht. Ja, muss mal gucken, ob das da hinten funktioniert. Ansonsten müssen wir da vielleicht ein bisschen noch was abtrennen oder irgendwie von außen eine Plane oder so vor das Gitter. Ich meine, raus können sie da nicht. Aber wenn da jetzt zu viel Theater ist, dann müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie da umändern. Und vielleicht ein bisschen da absperren. Weil dadurch, dass jetzt natürlich die anderen Pferde da nebendran stehen, sind die beiden jetzt natürlich ein bisschen in Stress und in Action. Aber wir gucken mal. Normalerweise beruhigt sich das mega schnell wieder. Also die stehen ja im Winter immer hier. Mal beruhigen die sich da ganz schnell wieder. Verletzen können sie sich eigentlich auch nicht. Die Gitter sind relativ fest. Wir warten jetzt einfach mal ab. Ja, und jetzt muss hier natürlich erstmal alles abgeschnuppert werden. Die anderen Pferde da hinten werden auch gleich weggehen. Dann wird es auch ruhiger werden. Ja, also bisher, wie gesagt, ein bisschen Theater ist natürlich immer bei den Hengsten. Ich meine, es sind beides Deckhengste, die schon einige Jahre auch gedeckt haben. Natürlich auch dementsprechend hengstig sind und das halt kennen. Aber die kennen das ja eigentlich von den letzten Jahren und die beruhigen sich eigentlich super schnell. Also das ist jetzt nur nochmal hier jetzt gerade die neue Situation, dass da hinten die zwei Ponys stehen, die da einfach rüber gucken können. Aber normalerweise dürfte sich das gleich erledigt haben. Ich gebe ihnen jetzt mal ein bisschen Heu und dann hoffe ich, dass sie sich dann schon ein bisschen beruhigen. So, jetzt sind die anderen zweimal weg, da hinten rüber gegangen. Jetzt wird es ja auch etwas ruhiger. Hier vorne habe ich jetzt schon mal ein bisschen Heu hingeschmissen. Und dann werden sie sich wohl hier eingewöhnen. Die sind ja dieses Jahr nur zu zweit. Normalerweise ist dieser Paddock hier doppelt so groß. Also dann geht das bis hier und da. Sperren wir das ab hier mit den Panels. Aber letztes Jahr waren sie zu viert. Da war ja Köhn noch dabei und der Pachthengst, der Gigolo. Und dadurch, dass sie dieses Jahr nur zu zweit sind, haben wir es jetzt ein bisschen kleiner aufgebaut. Können das noch vergrößern, notfalls mit den Panels. Aber ich denke mal, dass das so reicht. Die sind ja eh tagsüber auf der Wiese. Und dann wird das hoffentlich hier so klappen, dass sie sich hier gut verstehen. Im Moment müssen wir ein bisschen Fernseh gucken da hinten rüber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War jetzt nicht so ganz super spannend, aber ihr hattet euch gewünscht, dass ich das auch mal mitfilme mit den Hengsten. Großspektakuläres gibt es da jetzt nicht. Also hier verbringen die ihre Nächte drinnen. Die sind halt hier, also es ist überdacht hier oben, sieht man da. Die stehen hier unterm Dach. Hier verbringen die ihre Nächte. Tagsüber sind sie auf der Wiese, außer das Wetter ist so richtig schlecht oder so. Dann bleiben sie auch mal drin, aber die haben hier drin auch genug Auslauf. Also ist jetzt ungefähr noch mehr als doppelt so groß wie das, was man jetzt sieht, hier die Box. Miteinander beschäftigen die sich sowieso, wie man sieht. Die bekommen dann meistens auch noch so einen Heuball oder so, irgendwas da rein, dass sie ein bisschen was zu tun haben. Ein bisschen abspecken wird den beiden eh nicht schaden, wenn sie sich jetzt ein bisschen aufregen. Und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich entwurme die beiden jetzt noch. Die Stuten sind nämlich schon und die Fohlen alle schon fertig. Die beiden bekommen jetzt noch ihre Wurmkur, dann sind die damit auch durch. Und ansonsten, ja, haben die da hinten was zu tun, nämlich sich die anderen Pferde anzugucken. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, auf jeden Fall Glocke aktivieren. Und ich sage dann mal, hoffentlich bis bald.